Das ist schön. Herzlich willkommen im fränkischen Wohnzimmer. Ich freue mich. Es ist soweit richtig. Mein Name ist Andreas Rebers. Ich bin ein Sympathieträger. Ich komme aus Braunschweig. Das kennen Sie wahrscheinlich vom Vorbeifahren. Nehme ich jetzt an. Ja, Braunschweig, da sagt der Österreicher oder der Wiener, Braunschweig ist ungefähr halb so groß wie der Wiener Zentralfriedhof, aber doppelt so tot. Nicht, und dann hat der Österreicher seinen Spaß. Nicht, so ist das. Nicht, aber der muss gerade nicht, gerade, weil es gibt ja traditionelle Verbindungen zwischen Braunschweig und Österreich, weil ein gewisser Adolf Hitler aus Braunau hat in Braunschweig die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen. Nicht, er hatte ja einen Migrationshintergrund. Nicht, das ist, nicht und, oder wir sagen ja, der hat bei uns seinen Führerschein gemacht. Nicht, ein bisschen locker, nicht sein Lachen war, das ist Humor. Das ist Humor, da haben wir unseren Spaß, nicht? Auch mit Bier. Ich bin auch ein Mensch, der auch ohne Spaß zu haben viel Bier trinkt. Und das ist, jetzt müssen wir mal helfen. Jetzt müssen wir mal helfen. Die sind ja, ehemalige Volkspartei mit drei Buchstaben. Nee, die andere. Ja, CDU ist ja eine, SPD, ich meine SPD. Aber Unterschied ist ja nicht so groß. Das, was die SPD der CDU voraussagt, sind die Koteletten von Kurt Beck. Oder nicht? Ist ja Privatsache, wie jemand rumläuft. Ne? Muss ehrlich sagen, das ist so, Politiker interessieren mich gar nicht. Die sind zu langweilig, muss ich ganz ehrlich sagen. Nicht der Sarkozy zum Beispiel, der ist für mich interessant geworden, seit er hier mit der Carla Bruni. Aber ist auch Privatsache. Ne? Wer da wem am Dingeldong rumfummelt, das geht doch keinem was an. Es geht keinem was an. Wobei ich sage, wenn die Angela Merkel mit dem Bill von Tokio Hotel um die Häuser ziehen würde, nicht? Das wäre doch mal was. Nicht? Nein, es ist ja so, Parteien, große Volksparteien. Wir hatten doch neulich Wahl, ist ja immer Wahlkampf. Die Parteien kämpfen ja immer. Nicht? Da wird immer gekämpft und in diesen Wahlkämpfen, da werden ja, früher haben wir ja Länder besetzt, nicht? Und jetzt werden ja Themen besetzt. Dann wird das Thema besetzt und dann ist das besetzt, das Thema, nicht? Und dann kommen die anderen nicht mehr rein. So einfach ist das. Ob mit oder ohne Ausweis. Nicht? Wenn Sie einem Ausländer sagen, können Sie sich ausweisen, wenn er geschickt ist, sagt er, soll ich das auch schon selber machen? Nicht? Das ist, so ist das. Und Wahlkampf, Themen, genau. Und das ist ja so, wir wollen ja keine Probleme lösen in der Politik. Das hat mit Arbeit zu tun, wir haben es mit Beamten zu tun, die wollen wir nicht überfordern. Und wenn, sagen wir mal, wenn mal ein Problem gelöst wird, kommt der Guido Westerwelle und sagt, die Lösung ist gut, aber das Problem war falsch. Wir kommen nicht weiter. Wir kommen einfach nicht richtig weiter. Und jetzt hatten wir... Jawohl, hier ist eine. Ich klopfe selber auch mal mit. Ich klatsche selber auch mal nicht. Wie finden Sie, weil wir gerade davon gesprochen haben, wie finden Sie meinen Anzug? Das ist ein Maßanzug übrigens. Nicht? Man weiß zwar nicht genau von wem, aber es ist schön. Nein, so ist es mit den Parteien. Nicht? Die sind ja, jetzt war es ja im Wahlkampf in Braunschweig, die SPD. Das ist eine tolle Idee. Die haben gesagt, die wollen Adolf Hitler die deutsche Staatsbürgerschaft wieder aberkennen. Da habe ich gesagt, seid ihr doch wahnsinnig! Wir haben das Jahr 2008. Dann machen wir nächstes Jahr. Nicht so, was muss doch über das. Du willst doch nicht so enden wie Oettinger am Grabe Filbingers, Mensch. Das muss gut durchdacht werden. Wollte ich die Gefühle der Araber beleidigen oder wer weiß nicht, was. Boah, wollte ich gar nicht sagen. Entschuldigung. Nein, das geht nicht so einfach. Du kannst dem Hitler nicht so einfach die deutsche Staatsbürgerschaft abnehmen. Warum? Der Mann ist Beamter gewesen. Ja, ja. Und das Beamtentum reicht doch über den Tod hinaus. Nicht? Das siehst du auch schon vielen Beamten während der Dienstzeit an. Nicht? Da hängen die. Jawohl, davon. Richtig so. So ist recht. So ist recht. Wenn Karl Marx heute leben würde, würde ich sagen, die Ausbeutung des Proletariats ist Kapital, die Ausbeutung des Proletariats durch den Beamten. Da liegt das Pack faul über dem Schreibtisch. Du denkst, die haben einen Herzinfarkt. Dabei konzentrieren sie sich auf ihre Versorgungsansprüche. Nieder mit dem Beamten. So, und jetzt haben wir Folgendes. Bitte, lassen Sie mich aussprechen. Écoutez, listen please. Jetzt ist das folgendermaßen. Nehmen wir mal an, es gibt ja Beamte, die laufen jahrelang durch ihre Behörde mit dem Aktenordner, kommen pünktlich, gehen pünktlich, aber keiner weiß, was die machen. Nicht? Und das ist teuer Geld. Da muss der Freiberufler zusammen verdienen. Nicht? Und wenn Sie zu mir, meine Frau sagt neulich zu mir, guck mal, Mann, sagt meine Frau zu mir, Mann, der Finanzminister zum Beispiel, das ist auch ein guter Mann. Nicht der befreit uns von Zins und
Unschuld. Der Finanzminister, meine ich, der macht gar nichts. Ein guter Beamter geht nicht in Stellung, der geht in Deckung. Ja? Und wenn er geschickt ist, wie der Per Steinbrück, der muss auch gar nichts machen. Der guckt einfach nur zu, wie der Ölpreis steigt. Mehr muss der gar nicht machen. Da wollen wir auch nichts dran verändern. Nicht, wenn Sie Ihren Esso-Bimmel da in Ihren Tank halten, dann hat in Wirklichkeit der Finanzminister und der deutsche Beamtenapparat seinen Rüssel in unserem Portemonnaie und zockt ab. Das ist das Entscheidende. Und wenn Sie mich ganz ehrlich fragen, ich brauche die alle nicht. Ja, in einer Demokratie, wozu brauche ich eine Demokratie? Wenn dieselben Leute, dieselben Hackfressen, die Superstars wählen und diese schicken Mädchen von ProSieben, wenn dieselben Leute, wenn die auch Regierung wählen dürfen, da stimmt doch was nicht. Da stimmt was nicht. Ich hab ja so, und deswegen, Genossinnen und Genossen, habe ich euch mal einen schönen... Wir haben ja eine revolutionäre protestantische Kultur hier in Frankenland. Ich habe folgende Vorschlag. Ich habe mir überlegt, dass man die ganzen Ministerien und die ganzen Staatssekretäre, dass man das alles normal ausschreibt beim Arbeitsamt. Nicht ganz normale Bewerbung, Voraussetzung, keine Beamten, keine Politiker, keine Juristen. Nicht? Und da kann sich jeder Hartz-IV-Empfänger bewerben. Es sind mit Sicherheit ein paar mit dabei, die sind höher qualifiziert als diese, als diese Waschlappen. Und dann kommen natürlich die Parteien und Kajolen runter und sagen, Herr Rebers, stopp! Das ist ja, was Sie da fordern. Die Parteien spiegeln den wahrhaftigen Willen des Volkes wider, des Wählers. Mach ich so, toll, guck dir die Wahlbeteiligung an, du Schlumpf. Nicht, das ist Quatsch. Aber ich meine, die Parteien wollen gern Wahlkampf machen. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, bei der Braunschweiger SPD, da gibt's eine gute Bratwurst. Da gibt's die Wahlkampfbratwurst. Nicht, da können Sie auch wählen, wer den Senf dazu gibt, Sigmar Gabriel oder sonst einer. Das ist das Schöne. Das ist das Schöne. Da gibt es wunderbare Bratwurst. Und wenn Sie jetzt als Wähler das Gefühl haben, ja, ich würde auch mal wieder gern wählen, sonst habe ich keinen Grund, eine Bratwurst zu essen. Nicht, dann können Sie meinetwegen auch wählen. Nicht, das für mich Wichtige ist natürlich in diesem Zusammenhang, dass meine Regierung anschließend in die Partei eintreten kann, die die Wahlen gewonnen hat. Ich danke Sie. Nee, aber so ist das. Ne? Das ist. Ja, aber das ist immer, ne, wenn man. Und das ist die Hauptsache. Ne? So ist das. Ja, war gut vorhin mit dem Bier trinken, ohne Spaß. Ich bin frei. Ne? Wie lange müssen wir trinken, dass wir auf 0,5 Promille kommen? Ne? 3 Tage nichts. Das sind so Witz, ne? Ich bin frei. Ne? So. Nee, aber jetzt bleiben wir mal am Thema. Na, was ist ein Islami? Ja, was ist ein Islami? Iran? Das sind die Nächsten, wo Atomzündelbomben-Ding da. Iran, die kommen jetzt mit dem Atomding. Ne? Die kommen immer gleich mit dem Atomding. Na, wie war denn das letztes Jahr mit dem... Na, wo sie denn ihren Meister gemalt haben mit dem Witz? Den Muhammad. Na, wo sie den Witz gemalt haben? Na, da haben sie doch den Witz gemalt. Na, da kommen die, ja, Atom. Und dann wollen sie ihren eigenen Feiertag bei uns. Ja, ja, ihren Rabatt. Na? Am liebsten am Heiligen Abend, ne? Einwandfrei. Ne? Nee, nee. Und dann dürfen wir Weihnachten ganz einpacken. Ne? Verstehen Sie, ich hab ja nichts gegen. Ne? Aber die müssen auch mal ganz klar da
Und nicht immer doppelte Staatspass und da wieder hin und her. Ja, das ist halt mal das mal anders und bräuch verschieden. Und wenn so einer von denen da bleiben will, ne, dann muss auch wirklich jetzt mal ein Sprachprüfungs... Da, ne? Naja, Sprache ist immer ein gewisses Grundbasis. Ne? Und da spielt es auch keinen Unterschied, wenn jetzt einer von denen da, ne, aber da muss er selber. Ne? Ja, das ist, ne, das ist seins. Da muss er selber dann. Ja, ich kann ihm da nicht weiterhelfen. Ja, und der Türke spricht traditionell kein Deutsch. Schon immer. Noch nie. Nicht einmal in der Schule bei denen. Nicht? Das kannst du generationsweise. Das geht weit zurück. Ja, da brauche ich gar keine Ahnungsforschung. Und das geht zurück bis 1600, noch was. Wie war das damals, wie der Türke in Wien gestanden ist? Na, wie er da gestanden ist. Na, was hat denn der Österreicher gesagt zu ihm? Nein. So war das. Ne? So war das. So. Ja. Und dann ist er wieder heim. So einfach geht das. Ja. Verstehst du, es macht mir nichts aus. Ne? Ich gehe ja freiwillig bei Mehmet mit seinem Obst und Gemüse da am Eck. Nee, ist in Ordnung, kann man nichts sagen. Ne? Macht mir nichts aus, wenn es als bei dem Hollemus, weil schon zu ist, überall. Ne? Aber ist in Ordnung. Ne, nee, wir verstehen uns. Ne? Ich sage immer sehr sauber. Ich sage immer, Mehmet, Bananen kann man schälen. aber jetzt mal. Sein Bruder, der jüngste Bruder, der übernimmt jetzt die Bäckerei Keppler nebendran. Und da bin ich auch mal gespannt, wie lange ich meine Brezel nehme. Am Schluss hat er bloß nicht das Ciabatta da. Der jüngste Bruder, ne, jetzt, warte mal, wie heißt denn der Murat? Der Hakan ist ja der Cousin. Ne? Aber Fleischkäse will er nicht tun. Schwein ist das. Ne, den ist gar nichts mehr heilig. Und wenn der Türke mal keinen Feind mehr kennt. Wenn die EU in der Türkei ist. Ne? Dann dürfen wir wahrscheinlich fünfmal am Tag noch mega gucken. Ne? An Weihnachten. Ne. So ist es. Und da muss halt jeder seinen Beitrag dazu beitragen. Andere Länder, andere Beiträge. Und glaubst du, dass denen ihren langhaarigen Bombenlöcher da, und der, was damals in die Türme da rein ist, am 11. Ding, der mit dem Bart da, der Hussein, und glaubst du, oder wer war's? Nee, der andere mit dem Bart, der ist rein, da bin ich sonst wo. Glaubst du, dass der vergessen hat, wie ein Flugzeug abstürzt? Da musst du aufpassen. Ja. Mir war das klar, dass der Busch nochmal an die Wahl kommt, damals. Da haben wir sich gesagt, dann habe ich die Garantie, in diese Türme fliegt keiner mehr rein. Ja, und so war es auch. Ja. Wir Deutsche waren zwar nicht dabei in dem Krieg da, dann, ne? Aber ich habe immer gesagt, den gewinnen wir mal so. Ne? Da braucht der Armee keine Bundeswehr dazu. Bundeswehr brauchst du einschicken. Das ist ja ein Verein. Bundeswehr. Ja, ich mein frei. Demnächst kannst du bei der Bundeswehr Zivildienst machen. Wahrscheinlich.
Aber wenn die Bundeswehr heute irgendwo einmarschiert, ne, da habe ich weniger Verletzte, wie wenn der Busch es also auf Räder verteilt. Ne? Also. Genau. Danke sehr.